Hallo meine Lieben, ich habe hier mal eine neue Geschichte, die ich mir gemacht habe für unseren Altmänner-Spieleabend immer online, weil wir einen eigenen TS-Server haben wollten. Der andere wurde aufgelöst, aus irgendwelchen Gründen auch, ist egal. Und da habe ich jetzt mal hier was zu stehen. Und zwar ist das AMD GX 217 GA Core 2 DDR3 2 GB DDR3 und eine 64 GB große Festplatte und die habe ich da eingebaut. Ich will euch das nur mal zeigen, dass ihr das Gerät mal seht. Das ist das Gerät. Diese Platte habe ich getauscht und hier sind 64 GB drin und das läuft jetzt für mich als oder für uns als Teamspeak-Server. Da kommen noch zwei Schrauben rein und dann läuft das Ding. So, ich mache das jetzt mal an und gehe mal auf den Bildschirm. So. Jetzt läuft der Bursche mal an. Ich habe ja nicht viel Ahnung von Linux. Ich habe mir das, wie gesagt, alles aus dem Internet zusammengekratzt und selber beigebracht, weil viel Hilfe kriegst du nicht. Musst halt sehen, was da ist. Das ist ein Debian Linux 10, genannt Laberkiste. Und habe das schon umgestellt auf Root-Login. Und kann ja mit der Tastatur hier zugreifen. Das ist ja kein Problem. Interessant wird die Geschichte ja erst, wenn man das Gerät hier wegstellt, dass man es auch per Fernbedienung über den PC bzw. über Windows dann steuern kann. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht das jetzt hier weiter. So, jetzt zeige ich euch das mal am PC, wie ich dieses Ding über dem PC, sagen wir mal, bedienen kann. So. Man kann mit Putty draufgreifen. Und habe jetzt schon diesen Root eingestellt. Das zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt bin ich da drin. Normalerweise geht das ja über das Putty nur über den Zweitbediener, aber ich habe das schon umgestellt. Mit diesem Befehl Nano etc kommt ihr in die Config. Wenn ihr in der Config seid, ändert ihr diese drei Zeilen, so wie sie da stehen. Und dann könnt ihr mit einem normalen Zugriff reingehen, ohne groß Gedöns zu machen, weil Sicherheit okay, aber hier daheim für das Ding, da kommt eh keiner ran. Und das ist ja nur für uns. Und da kann man da diesen Root ändern. So, da geht man dann raus. Mit X, dann ist man draußen. So, das ganze Ding läuft jetzt. Noch nicht. Jetzt gebe ich mal den Befehl ein, dass das Ding startet. Wie gesagt, ich bin kein großer Linux-Künstler. Ich habe das alles selber zusammengekratzt und gebt die Befehle meistens ein und um das dann zu starten. So, dann CD, dann ich könnte auch einen groß auf Guru machen und das alles vorher eingeben. So, jetzt bin ich im Verzeichnis
Und jetzt sage ich einfach nur noch Start. So, und jetzt ist der Linux-Server gestartet. Und jetzt kann man das einfach ausmachen und geht auf TeamSpeak. Und startet das Ding. So, jetzt läuft dieser Server praktisch. Ich zeige das am besten noch mal. So, ich gehe mal ein bisschen zurück mit der Kamera. So, jetzt geht man da TeamSpeak. Geht da drauf, verbinden, verbinden und das Ding läuft. Also das ist kein Hexenwerk. Das Debian installiert ihr einfach über einen USB-Stick. Dafür gibt es Programme, dass man das auf den Stick bekommt. Das kann man alles nachlesen, das ist kein Problem. Dann geht man her und startet praktisch diesen kleinen Twin Client, steckt das USB mit rein, stellt vorher um, dass der auch über die USB-Dingen startet im BIOS. Dann fährt man das Programm hoch. Und im Internet gibt es diese ganzen Geschichten. Da kann man das alles herauslesen. Wie gesagt, das ist nicht von mir. Das ist alles hier, steht da, wie man das installiert und macht. Ich habe mich da selber durchgewurschtelt. Es war zum Anfang nicht leicht. Aber es funktioniert und ich kann das nur sagen, wenn einer Bock hat und will ein bisschen Geld sparen und nicht jeden Monat 20 oder 10 oder 50 Euro ausgeben für einen TeamSpeak-Server, dann kann man sich das selber zusammenstoppeln. Ich kann auch gerne die Adressen dazu mit verteilen. Und man hat dann ein eigenes Gerät und muss nicht immer Haufen Geld dafür bezahlen. Dieses Gerät habe ich jetzt 48 Euro bezahlt, für die Festplatte ungefähr 10 Euro. Und Strom braucht dieses Gerät, habe ich errechnet, 18 Euro im Jahr. Und plus minus, das soll jetzt keiner kommen und sagen, das braucht 21. Wir haben gerechnet über den Daumen 18 Euro. Und so ist es jetzt. Und jetzt wird das Ding laufen, dass die ollen Kerle wieder ein bisschen online spielen können. So, das wollte ich euch mal vermitteln, dass man mit ein bisschen Eigeninitiative, ein bisschen Recherche auch sich einen eigenen TeamSpeak-Server aufbauen kann. Das ist jetzt Bastelremo, sein eigen installierter TeamSpeak-Server. Hat ein bisschen gedauert, aber im Endeffekt habe ich viel Spaß dran, weil das ist jetzt ein eigenes Ding. Ich muss kein Geld bezahlen, bis auf den Strom und der Rest ist halt Spaß. Okay, meine Lieben. Das war's jetzt erstmal und wir hören uns wieder. Tschüss.